Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute mal ein ganz besonderes Thema, denn es dreht sich alles um LUTs. Was sind LUTs? All das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Viele von euch können mit dem Begriff LUTs jetzt vielleicht nicht wirklich was anfangen. Das Ganze steht für Lookup Table und vielleicht ist dem einen oder anderen jetzt schon ein Licht aufgegangen. Das hat man auch schon mal in Photoshop irgendwo gesehen vielleicht. Und Lookup-Tables sind dafür da, um Farben in andere Farben zu konvertieren bzw. zu verschieben. Das heißt, wir können damit einen extrem coolen Look erstellen für unsere Fotos. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, mit einem bestimmten Programm, das Ganze nennt sich 3D LUT Creator oder 3D LUT Creator, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und damit kann ich LUTs erstellen und diese dann auch abspeichern und dann zum Beispiel in Photoshop verwenden, in Premiere verwenden und so weiter. Und das Ganze ist relativ kompliziert am Anfang, beziehungsweise sieht es kompliziert aus, aber mit ein ganz bisschen Eingewöhnungszeit, kann ich dir versprechen, ist das Ganze doch relativ simpel gehalten. Ich zeige jetzt hier einfach mal ein Foto. Das haben wir damals in New York gemacht und da waren wir auf so einem kleinen Rooftop und haben einfach mal so eine kleine Session gemacht. Ich fand das ganz witzig hier mit dem Cappy. Und genau, da hatten wir richtig cooles Wetter. Das war übrigens im Februar und wir hatten 25 Grad. Das war unfassbar. Normalerweise im Februar in New York läufst du mit einer Winterjacke rum. Wir hatten da unfassbares Glück und von daher konnten wir dann ein paar coole Fotos machen. Und ich habe dieses Foto jetzt hier einfach mal in Photoshop geöffnet. Ich werde jetzt aber auch mal dieses Programm hier öffnen, LUT Creator. Ja, das ist jetzt hier offen. So sieht das am Anfang aus. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend hier gerade am Anfang, aber ich verspreche das. Das Ganze wird relativ simpel. Wir können jetzt ein Foto, was wir in Photoshop geöffnet haben, hier direkt reinladen, indem ich hier auf diesen Button klicke, Image from PS, also von Photoshop. Das Ganze lädt jetzt ganz kurz und dann haben wir hier direkt das Foto aus Photoshop drin, was richtig, richtig cool ist. So, jetzt haben wir dieses Foto hier geöffnet und wir können jetzt hier unseren Look erstellen. Ich möchte dir nur mal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn ich jetzt hier in diesem Raster was mache. Wir haben jetzt hier verschiedene Ankerpunkte, also diese ganzen kleinen Eckpunkte hier, die du siehst, die können wir jetzt theoretisch verschieben und damit auch die Farben verschieben. Und das Coole ist, anders als in Photoshop oder in Lightroom, ist es uns möglich, jetzt hier durch diese Ankerpunkte zum Beispiel die Hauttöne davon auszulassen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier erstmal so ganz grob und generell mal sagen würde, ich würde jetzt hier meine Gelb- und Orangetöne mal so Richtung Blau verschieben, normalerweise siehst du jetzt, was passiert. Die Haut wird jetzt hier mitbearbeitet und das Ganze ist doch relativ uncool. Ich mache das Ganze jetzt nochmal zurück. Was man jetzt hier aber machen kann, ich kann jetzt hier mit dem Mauszeiger einfach mal rüberfahren über die Haut und dann siehst du jetzt hier auf der linken Seite schon, wo jetzt immer genau diese Farbe jetzt hier ist. Und wenn ich jetzt hier rüberfahre, dann siehst du zum Beispiel schon, dass ich eigentlich mal diesen Ankerpunkt hier schützen müsste. Ja? Und das kann ich tun, indem ich hier einfach mal einen Klick drauf mache. Dann wird dieser Ankerpunkt nämlich geschützt. Und ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen weiter über die Haut und sehe jetzt auch, dass jetzt hier diese ganzen Punkte, Ankerpunkte auf jeden Fall geschützt werden müssen, weil das sind jetzt alles nämlich die Hauttöne hier. Ja, und genauso würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir diese Töne hier drüben auch noch so ein bisschen schützen, denn die gehören da auf jeden Fall auch noch mit dazu. So, wenn wir das gemacht haben, dann kann ich jetzt hier einfach mal anfangen, meine Farben so ein bisschen zu verschieben. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Blau hier mal ändern. Jetzt ist hier noch ganz wichtig zu wissen, dass je weiter ich nach außen hier gehe, umso gesättigter werden die Farben und je weiter ich in die Mitte gehe, umso ungesättigter sind die Farben quasi, also desto weniger Sättigung haben sie. Ganz hier in der Mitte, das sind unsere neutralen Farben, das heißt, das sind die Grauwerte. Das heißt, wenn ich die hier verschiebe, kann ich jetzt einfach mal machen, ich verschiebe die jetzt einfach mal Richtung Gelb, dann wird das ganze Bild so ein bisschen mehr wärmer. Und das ist ganz cool, ich kann es auch nach Blau verschieben, dann haben wir das ganze Bild ein bisschen bläulicher bzw. kühler. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht machen, nur mal so als Information. Wir haben natürlich immer Grauwerte im Bild und das ist so ähnlich wie der Weißabgleich. Funktioniert nicht ganz genauso, aber übrigens den Weißabgleich haben wir auch hier unten, auch den können wir hier in diesem Programm noch einstellen. Das Ganze kennst du ja schon aus Lightroom. So, ich möchte jetzt also, wie gesagt, das Bild so mal so ein bisschen verändern. Und ich werde jetzt als erstes mal die Blauwerte hier nehmen und die einfach mal so ein bisschen entsättigen. Ja, die sind mir einfach ein bisschen zu stark. Ich werde die auch noch so ein bisschen weiter Richtung Cyan hier schieben. Das gefällt mir doch so schon hier richtig gut, wie der Himmel jetzt aussieht. Ja? Genauso kann ich das mit den Cyan-Werten machen. Die werde ich auch noch so ein bisschen entsättigen. Und ja, die werde ich nicht weiter nach Grün schieben, aber einfach so ein bisschen entsättigt diesen ganzen Look. Das sieht schon mal richtig cool aus. Ich denke mal, so kann man das lassen. So, jetzt will ich hier mal noch so ein bisschen diese Rottöne rausbekommen. Die schiebe ich jetzt einfach mal so ein ganz bisschen weiter Richtung Orange noch. Und dann haben wir nämlich, was das Coole dann hier dabei ist,
eigentlich nur zwei Farben im Bild und das ist einmal Orange oder dieser Hautton und einmal dieses bläulich-cyan-mäßige. Und alles andere können wir jetzt hier einfach mal weiter Richtung Orange oder Blau schieben. Das mache ich jetzt einfach mal hier zum Beispiel die Lila-Werte habe ich jetzt einfach mal weiter Richtung Orange geschoben und die anderen Lila-Werte hier oder beziehungsweise die Magenta-Töne, die schiebe ich einfach mal ein bisschen weiter Richtung Blau. Genauso die Grüntöne, die will ich hier gar nicht im Bild drin haben, deswegen schiebe ich sie einfach mal hier weiter rüber. Genauso mache ich das mit den Grüntönen, die kommen auch noch hier weiter rüber. Und meine Gelbtöne, die gehen noch so ein bisschen weiter Richtung Orange. Das sieht doch jetzt schon richtig, richtig cool aus. Schieben wir das Ganze mal hier noch ein bisschen weiter zusammen. Und jetzt haben wir schon einen richtig coolen Look hier quasi entwickelt. Ja, machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen weiter. Entsättige ich das Ganze noch so ein bisschen. Genauso hier auf der Seite entsättigen wir das Ganze auch noch so ein bisschen. Und je weiter man das jetzt hier verschiebt, du siehst jetzt schon, die Farbverschiebung hat hier stattgefunden, was richtig cool ist. Und wir haben jetzt einen richtig coolen Look erstellt. Bisher waren wir jetzt hier in diesem AB-Fenster drin. Es gibt jetzt hier auch noch weitere Fenster, die man bearbeiten kann. Wie zum Beispiel, ich kann jetzt hier mal auf CL klicken. Und jetzt hat man hier zum Beispiel die Möglichkeit, hier hat man zum Beispiel die warmen Töne, hier hat man die bläulichen Töne und dann kann man jetzt hier hingehen und das Ganze auch nochmal so ein bisschen verschieben. Und da kann man dann zum Beispiel so ein bisschen die Helligkeit noch einstellen. Ja? Also ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal das Ganze noch so ein bisschen dunkler machen. In den wärmeren Tönen möchte ich das Ganze wieder so ein bisschen heller machen. Und in den bläulichen Tönen mache ich das Ganze noch ein bisschen dunkler. Dann baue ich jetzt hier einfach noch so ein bisschen Kontrast auf. Genauso könnte ich das jetzt hier oben für die Tönung noch machen. Ja, also da kann ich jetzt hier auch die Magenta-Töne wieder so ein bisschen anfassen, die noch so ein bisschen heller machen. Und die grünlichen Töne, die schiebe ich jetzt einfach ein bisschen weiter runter. Cool, jetzt haben wir richtig schön Kontrast aufgebaut. Es gibt hier auch noch weitere Sachen, die man noch einstellen kann, wie zum Beispiel hier die Kurven, die Gradationskurven, die kennen wir auch aus Lightroom, aber die brauchen wir an dieser Stelle hier gar nicht. Für mich, für meinen Teil, finde ich das so schon richtig, richtig cool. Ich muss jetzt dazu sagen, es gibt tausende Möglichkeiten mit diesem Programm und ich stehe gerade wirklich komplett am Anfang. Ich habe dieses Programm jetzt seit ein paar Wochen mal getestet und es gibt so viel Neues zu entdecken. Jedes Mal, wenn ich in dieses Programm reingehe, finde ich was Neues und man kann mehr Möglichkeiten da noch ausschöpfen, wie man mit diesem Programm richtig coole LUTs erstellen kann. Und von daher bin ich da noch lange nicht am Ende. Das war jetzt einfach mal so eine ganz kurze Einführung, wie man das Ganze jetzt hier bearbeiten kann. Ich kann jetzt dieses LUT auch speichern. Ich kann jetzt hier unten einmal auf Save 3D LUT gehen und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das Ganze soll hier in meinen Dokumenten gespeichert werden als Format .cube. Das ist genau das richtige Format, dass du es dann auch später in Premiere und in Photoshop zum Beispiel importieren kannst. Und da sage ich jetzt einfach mal New York Preset. Also das Ganze soll jetzt einfach mal New York heißen. New York Day, ja, weil es am Tag war. So finde ich das Ganze schon ganz cool und jetzt kann ich hier einfach mal sagen, Save. Und dann ist das Ganze als LUT abgespeichert und wir können das Ganze dann später in Premiere oder in Photoshop wieder importieren. Das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Das war eine ganz, ganz kurze Einführung in das Programm. Wenn ihr weitere Informationen zu dem Programm haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox. Da habe ich dann nochmal alle Links aufgelistet, wo man dieses Programm bekommt. Es kostet auch ein bisschen was, ich glaube $99, ist also nicht ganz günstig. Aber wenn du dich mit dem ganzen Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen willst, denke ich mal, ist das schon eine ganz coole Investition. Und du hast hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja? Und von daher, schau es dir einfach mal an und wenn du da Interesse dran hast, dann geh auf jeden Fall mal auf die Webseite drauf. Und ich kann dir nur sagen, es lohnt sich. Gerade wenn du so ein bisschen deinen eigenen Style machen willst, wenn du da so ein bisschen Wiedererkennungswert auch haben willst, dann baust du dir einfach selber so ein paar LUTs zusammen und die kannst du immer wieder anwenden. Natürlich auch ein bisschen schwächer, ein bisschen stärker anwenden auf die einzelnen Fotos, je nachdem, wie es nötig ist. Das soll es gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall auf Gefällt mir klicken. Wenn du Fragen dazu hast, poste sie unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal und ansonsten viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!